Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratietragenden Fraktionen, normalerweise melde ich mich nicht nach Reden von der AfD, aber wir haben hier einen Angriffskrieg quasi bei uns um die Ecke. Es werden dort Städte komplett ausgelöscht. Es werden in riesige Häuser riesige Löcher reingeschossen. Es liegen Leichen rum. Und natürlich fliegen auch in die Westukraine die Marschflugkörper Russlands. Es ist hier eine Propaganda, wird hier von Putins Propaganda wird hier weiter fortgetrieben. Ja, es, im Westen gibt es keine Kriegshandlungen. Die Kriegshandlungen haben jetzt eigentlich schon abgenommen. Was steckt denn dahinter, wenn man sagt, die Kriegshandlungen haben jetzt schon abgenommen? Das ist doch die Geschichte von der Spezialoperation, die jetzt aufhört und dann ist jetzt Russland die Ukraine wieder frei. Das ist widerlich. Widerlich Teil 1. Widerlich Teil 2 ist noch viel schlimmer. Ja, Herr Hilbert, unser Oberbürgermeister zurzeit, hat gesagt letztes Mal, es gibt keine Flüchtlinge erster und zweiter Klasse. Und ich sage, es gibt keine Bomben, die halt irgendwie gut oder schlecht sind. Wer flieht, wer weg muss, muss Gastfreundschaft und Solidarität genießen. Und hier jetzt, bei dieser Krise, ja, bei der, wo wir hier wirklich mit Solidarität, mit Herzblut, wo wir dabei sind, wo wir jetzt mehrfach gehört haben, wie viele tausend Menschen bei Menschen zu Hause untergekommen sind. Das nehmen Sie zum Anlass, um hier jetzt in zwei Reden den Hass und die Propaganda anzufeuern. Es kotzt mich an.